Es geht ab. Heute rede ich ein bisschen über FIFA. Ja. Das ist nicht meine Hauptmannschaft. Das ist nicht meine Haupt. Ich mache das wegen der Iniesta Challenge. Also hier sieht man ja auch bei meiner Aussichtsbank, wer eigentlich sonst noch so in meiner Mannschaft drin ist. Ne? Naja, darüber will ich gar nicht reden. So. Was habe ich vorgehabt in FIFA? Ich habe vorgehabt in FIFA bei den Division Rivals auf Division 1 zu kommen. Problem war, warum ich jetzt keine Motivation habe. Also ich fange jetzt mal so von Anfang an an. Also ich fange jetzt mal von komplett neuen an. So. Warum ich nicht viel FIFA aufnehme, obwohl ich es viel spiele. Okay, ich spiele es jetzt nicht so krass viel, das sieht man da oben nicht. Sieht man, man denkt zwar oben jetzt bei der Bilanz 51, 73, ja, ist nicht so viel Spiel insgesamt. Ich spiele aber auch nicht nur Ultimate Team, ich spiele auch normal Online-Saison, bla bla. Und Karrieremodus und so. So. Ich finde, das hier dauert viel zu lang und es gibt viel zu wenige Stufen. Wenn es noch 10 Stufen geben würde, mega sick. Also die Seasons, der Battle Pass. Dauert mir etwas zu lang, finde ich. So. Aber ist auch nicht schlimm. Es ist geil, dass es das gibt. Es ist geil, dass es kein Pay-to-Win ist. Es macht einfach Spaß hier. Das Flashback in Yes, da habe ich noch einen Tag Zeit. Ich versuche das auch zu machen heute. Werde ich aber nicht aufnehmen, weil das sehr viel Rumgeschwitze sein ist, weil ich habe richtig Bock auf Iniesta, auf den 91er Iniesta. Ja, so geht's weiter. Ich habe hier nur Dreck gezogen. Das habe ich aber nicht aufgenommen gehabt bei den Packs hier, weil das länger her ist. Und dann habe ich gedacht, als ich die Squad Battles Belohnung bekommen habe, ich war Elite 3, glaube ich. War ich Elite 3? Ich war Elite 3, meine ich. Oder Elite 2? Ne, Elite 3 war ich. Ja, ich war Elite 3. Hatte nur, hab's, ich hab eine Woche, nee, nicht, ich eine Woche, sag, ich hatte 3 Tage Zeit oder 2 Tage vor Ende habe ich halt begonnen zu spielen. Und ja, konnte halt nichts anderes rausholen. Also ich hätte mich auf Elite 1 mehr gefreut, aber hat leider nicht geklappt. Ja, hier will ich auf jeden Fall noch Gas geben. Ich habe erst 7 Spiele. Ich habe sehr viele geraged quittet, weil ich eins so hinten lag und keinen Bock mehr hatte. So, ich zeige euch jetzt mal die Packs, falls ich sie auch aufgenommen habe, von den Squad Battles, die ich bekommen habe. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich habe nur Scheiße gezogen. Wirklich nur Scheiße. Nur Scheiße. Ich habe die einfach so aufgenommen. Falls da was Geiles kommt, kann ich es ja mal in ein Video reinschneiden, wenn ich mal ein FIFA-Video mache. Ja. Was noch? Es kam die Division Rivals Belohnung. Ja. Ich war Rang 2 in den Division Rivals. Habe auch hier meine Sachen bekommen. Ich habe das hier gewählt, Prime Elektron Spieler Set und 2 Jumbo Premium Gold Packs. Da gibt es nicht viel zu sagen. Pack Luck ist auf jeden Fall eine Sache, die bei mir ziemlich klein geschrieben wird. Ich bin erst Division 9. Ich habe echt kaum gespielt. Ich habe wirklich gerade mal so Liga 1 geschafft und habe ich auch auf also Rang 1 geschafft. Habe aufgehört. Beziehungsweise hatte kein PlayStation Plus mehr. Und dann bin ich auf Rang 2 abgestiegen. Das hat mich richtig angekotzt. Es hat mich richtig angekotzt. Aber die Packs, die ich bekommen habe in Rang 2, das könnt ihr jetzt mal kurz sehen.
Also ich mache, will in FIFA ein Road to Division 1 machen. Ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, ich schaff's. Damit ich auch bei Weekend League mitmachen kann. Wird aber mega schwer, weil die meisten haben echt Ikonenmannschaften. Das ist mega schwer. Ich hoffe wenigstens, ich komme so auf Division 6, 5. Ich gebe mir auf jeden Fall viel Mühe. Ich werde viel spielen. Ich werde auch ein bisschen was aufnehmen. Und Dragon Ball ist bei mir jetzt pausiert, weil ich nicht mehr so viel Spaß habe an Dragon Ball gerade. Ich eh privat viel FIFA spiele. Deswegen kommt FIFA. Aber Volta Story kommt gar nicht mehr. Volta Story hat bei mir reingeschissen, weil einfach komplett das ganze Spiel verfickt nochmal verbuggt ist. So, kommt nicht. Ich werde ein Road to Division 1 machen. Beziehungsweise Road to Weekend League mache ich. Und hoffe, ich schaff's. Währenddessen werde ich privat, also nur privat, das werde ich gar nicht aufnehmen, außer die Packs, die Squad Battles machen. Versuchen wenigstens auf Elite 1 zu kommen, Elite 2 wäre mega sick. Top 100 schaffe ich nie, habe ich noch nie geschafft. Ja, Top 100 wäre aber auch mega sick, ne? Also gibt es echt geile Münzen. Platz 1 wäre halt überkrank. Aber naja, ich hoffe halt sowas, damit ich halt ein paar Münzen bekomme, zu einer 15k oder 30k. Aber wäre halt auch nicht. Scheiß auf die Münzen. Was ist, ich meine, ich scheiß auf die Münzen, sondern scheiß auf die Packs. Packs brauche ich nicht. Hier gibt man ja 2 Megapacks oder seltene Megapacks, keine Ahnung, brauche ich alles nicht. Naja. So, als nächstes werde ich privat, also off-cam, mit der Mannschaft hier versuchen, Iniesta freizuschalten. So, ich habe mir auch einen Iniesta gekauft. Kann ihn aber nicht benutzen. Ich habe mir einen Iniesta gekauft, den als Stürmer gemacht, weil ich den nicht online benutze, sondern halt bei den Squad Battles, weil es hier halt eine Mission gibt. Die heißt so. So, jetzt. Und zwar treffen drei separaten Spielen, separaten Squad Battle Siegen mit Meiji Yasuda J1 Spielern, also die aus der japanischen Liga, glaube ich. Mindestschwierigkeit Profi. Ich habe ein Spiel gemacht, habe auf Halbprofi gestellt, weil ich gegen hier dieses vorgestellte Team gespielt habe und einen easy Sieg, einen easy 5-0 haben wollte, damit ich halt maximale Punkte habe, weil ich ja echt schlecht in Form war, also hier gegen die hier. Ja, weil ich halt echt schlecht in Form war in dem Tag. Ich habe alles reingeschissen, also ich habe wirklich hier gegen Amateur gespielt, gegen fucking Amateur gespielt, weil es sonst nicht anders lief. Hier 2-1 gegen Halbprofi, also das ist eigentlich, ne? Also eigentlich ist das absolut, naja. Ja, ich glaube aber heute bin ich ein bisschen besser drauf. Deswegen komm ab morgen wieder FIFA-Videos. Heute ist das Info-Video nur da. Ja, ich wollte Dragon Ball aufnehmen, aber ich habe mittendrin gemerkt, ich habe gar keine Lust mehr. Ich habe Bock auf FIFA und ich warte nur, bis das Video vorbei ist, um FIFA zu spielen. Deswegen mache ich FIFA. Ich bringe FIFA. Ich werde kein FIFA-Kanal, sondern ich bin ein. Der Kanal wird halt einfach nur das sein, worauf ich Bock habe. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, bewertet das Video, abonniert den Kanal. Tschüss.